Es ist der 22. Juni 2016, Beginn der schönsten Jahreszeit. Woran werden wir uns erinnern in einigen Jahren? An den Urlaub, an die langen warmen Nächte, an Treffen mit Freunden? Auch in diesem Sommer ist Krieg. Ja, woanders. Noch. Und woran erinnern sich die Menschen, die den 22. Juni 1941 erlebt haben? Was ist ihnen haften geblieben von diesem Sommertag? Ich denke, dass das ein entscheidender Tag für mich war. Dieser Gedenktag, der jährt sich ja jetzt zum 75. Male. Und da kommt einem die Erinnerung an und man fragt sich, woran muss ich denken? Der Tag müsste eigentlich Tag des Nachdenkens heißen. Ich war damals in der Ausbildung im Flugzeugbau. Ich war in einem Kollektiv. Ich bin viel zum Segelfliegen gegangen und war dadurch der Luftfahrt und damit auch der Luftwaffe verbunden. Und der bisherige Krieg, der war eigentlich so verlaufen, dass man sagte, es geht ja alles gut. Lauter Blitzsiege, der wird bald zu Ende sein. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange. Und dann kam der Überfall der Sowjetunion und da wurden gleich zwei Prinzipien verletzt. Das eine war, dass es einen Nicht-Angriffspakt gab. Wieso kann man den einfach brechen? Und das andere war, dass in der Tradition Deutschlands und in der Geschichte seit Bismarck praktisch verankert war, wir müssen friedlich mit Russland zusammenleben. Es darf auch niemals einen Zwei-Fronten-Krieg geben. Und wir waren tief erschüttert, weil man sich gar nicht ausmalen konnte, was passiert eigentlich jetzt? Wie soll das enden? Und diese tiefe Besorgnis, die hat uns natürlich begleitet oder hat uns erstmal gefangen genommen sozusagen. Und dann gingen auch die Blitzsiege auch im Osten los, sodass man sich sagte, na Donnerwetter, was ist denn jetzt los? Haben sie doch richtig gehandelt? Aber die Besorgnis blieb natürlich und man konnte nur vermuten und schließlich ahnen eigentlich, dass alles das, wenn man an das riesige Russland denkt, tausende von Kilometern quer durch das Land, unerreichbar für die Luftwaffe, wie soll das enden? Die russische Armee kann sich zurückziehen und aus der Tiefe des Raumes wieder angreifen. Wie soll das werden? Das kann nur böse für Deutschland und wahrscheinlich für Europa auch enden. Mit diesen Befürchtungen gingen die vorsichtigen Diskussionen los, weil bis dahin war uns ja sozusagen der Siegesglaube eingeimpft und wir dachten und hofften, vielleicht geht's gut. Aber wie die Geschichte lehrt, ist es nicht gut gegangen. Da denken natürlich nachdenken heißt und wenn man sich die Geschichte ansieht, woraus ist das entstanden? Das Revanchedenken in Deutschland und die Entwicklung aus der rechten Bewegung in eine rechtsradikale und rechtsverbrecherische Bewegung berührt einen natürlich heute besonders, weil man aus der heutigen Sicht und der Erfahrung, die gegenwärtig mit der Politik gemacht wird, man mit Sorge das Wachsen der Rechten betrachten muss und sich fragt, wohin geht das? Es gibt zwar Unterschiede auch beim Rechten. Rechte Flügel gab es schon immer, aber rechtsextremistische Flügel und mit dem, was gegenwärtig durch die Presse geht, da kann man nur Bedenken haben und kann davor warnen. Hütet euch vor rechtsextrem und wertet die Geschichte, die wir leidvoll hinter uns haben und denkt an die Zukunft. Da kann es nur besser werden, wenn wir
den Rechten keinen Spielraum geben. Ich erinnere mich an den Tag, an dem die Nachricht in Nordhausen ankam. Es war ein Sommertag. Ich war 10 Jahre. Die Sonne schien und ich ging runter. Vielleicht wollte ich mit Lenchen spielen. Auf der Straße hörte ich die Leute rufen, Krieg mit Russland. Das klang bedrohlich. Es legte sich wie eine dunkle Wolke auf den Rolandsweg. Der führte zu meiner Freundin in den Sachsenhof. Ich bin 1925 in Österreich, in Wien geboren. Deshalb war ich zu dieser Zeit schon, also konnte ich diesen Tag erleben. Das ist das eine. Und er ist für mich wichtig gewesen, aber im Laufe der Zeit noch wichtiger geworden. Ich habe Leben gelernt in einer kommunistischen Arbeiterfamilie und deshalb war für mich der Krieg oder die Gefahr des Krieges gegen die Sowjetunion immer vorhanden, immer präsent. Ich erinnere mich noch an das Gedicht. Ich habe dann nachher festgestellt, dass es von Weinert ist. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Das ist ein Gedanke gewesen, der nicht neu war. Deshalb war der Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion ein Krieg, von dem wir wussten, dass er kommt. Das ist das eine, diese eine Empfindung, die ich benennen muss. Ich höre noch aus dem Radio, Wien-Wanje, Wien-Wanje. Also ich höre das. Das ist das eine. Das ist der eine Gedanke, den ich habe. Der zweite oder die zweite Erinnerungsebene ist die, dass wir ja vorher schon im Krieg waren. Dass wir vorher 38 besetzt wurden, also Österreich, von den Hitlerfaschisten, dass die CSSR bereits besetzt war, dass der Krieg gegen Frankreich stattgefunden hatte, das alles gab es bereits. Und trotzdem war es ein solcher Einschnitt. Denn bis dahin hatten die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht selber erlebt, was Krieg eigentlich bedeutet. Es war schon losgegangen damit, dass als die Faschisten Österreich besetzten, ja zuerst die Kommunisten, dann die Juden vertrieben raus, also die einen ins Lager, die anderen aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Und die Mehrheit der Bevölkerung konnte immer noch erleben, mich trifft's ja nicht. Ich bin ja nicht dabei. Es trifft noch die anderen. Der Krieg wird noch weit weggeführt. Und es gab einen Schlager, der im Radio gespielt wurde, der hieß Bomben, Bomben, Bomben auf England. Und die Leute hörten sich das an. Auf sie war ja noch keine Bombe gefallen.
Dieser Schlager konnte nachher und wurde nachher nicht mehr gespielt, als die ersten Bomben auf deutsche Häuser gefallen sind. Das heißt also, es gab eine Phase bis zum Angriff auf die Sowjetunion, in dem man als Normalbürger, ein bisschen wenig denkender Normalbürger, vielleicht noch ganz gut leben konnte. Aber mit dem Eintritt, mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, wurde alles deutlicher, die Unmenschlichkeit des Hitlerfaschismus, die Einheit von Faschismus und Krieg, die Gefahr für jeden Einzelnen in diesem Land, in unserer Lebensumgebung. Und dieser Umbruch, dieses Erleben, was Krieg bedeutet, das begann im Wesentlichen mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Es gibt dabei noch einen Gedanken, bei dem ich in der Gegenwart mich manchmal an ihn erinnere. Das war, die Leute wollten keinen Krieg, aber sie waren vorher so benebelt worden, so beeinflusst worden, dass sie meinten, sie könnten mit dieser Art des Krieges leben. Und das halte ich für eine ausgesprochen große Gefahr, insbesondere für die Gegenwart. Ich habe diesen Tag wahrscheinlich am Morgen noch gar nicht als besonderen Tag empfunden, weil wir ja mit Informationen nicht so schnell damals versorgt waren. Wir hatten ja nur ein kleineres Radio und ich musste früh zur Schule bei meinem langen Schulweg, sodass ich also morgens bestimmt nichts mitbekommen habe. Aber in der Schule könnte es sein, dass, das weiß ich nicht ganz sicher, dass bei solchen besonderen Tagen dann ein Appell stattfand. Und da habe ich das dann sicher erfahren. Leider hat man natürlich damals wenig fotografiert. Ich habe nur ein Bild hier noch von dem Haus, in dem ich damals wohnte. Es wurde dann auch zerbombt. Und dann habe ich noch eins von dieser vierten Klasse. Der Lehrer müsste mit uns dann auch darüber gesprochen haben. Nur als ich nach Hause kam, gab es natürlich bei uns im Haus eine sehr bedrückte Stimmung. Es waren 7 junge Familien da untergebracht in dem kleinen Neubauhaus. Und einer war leider schon an der Front geblieben von einer jungen Familie. Und das war jetzt auch eigentlich der Grund, warum ich mich überhaupt erinnere. Denn wir hatten einen sehr netten jungen Nachbarn, auch im Parterre wohnend. Und der, wenn wir draußen auf der Wiese spielten, saß er oft im Fenster und spielte so wunderbar Gitarre. Manchmal sang er auch dazu. Und daran kann ich mich erinnern, dass ich gedacht habe, wenn jetzt noch mehr Krieg kommt, wie man das mit 10 Jahren so sieht, wünschte ich nun gar nicht, dass dieser nette junge Mann auch eingezogen wird und vielleicht nicht wiederkommt. Also daran kann ich mich sehr, sehr deutlich erinnern. Und eben dann an die vielen Gespräche, die zwischen den Hausleuten dann so zustande kamen. Wir waren eine sehr dichte soziale Gemeinschaft, würde ich das heute so sehen. Und da half einer dem anderen, was ja dann auch in diesen Zeiten sehr notwendig war. Und ich weiß genau, dass darüber eben dann, über das, was schwieriger wird jetzt,
sehr oft gesprochen würde. Also da, aber eben an diesen einen Gedanken, den ich hatte zu diesem jungen Gitarrenspieler, da kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Der Gitarrenspieler ist leider dann, was ich schon also befürchtet hatte, schon nach 6 Wochen so ungefähr, genau weiß ich das nicht, eingezogen worden und nicht zurückgekommen. Es waren also 7 Familien, wie ich schon erwähnt hatte, in diesem Haus. Von diesen 7 Männern, Familienvätern, sind 4 nicht zurückgekommen. 4 von 7. Unter anderem eben auch dieser Gitarrenspieler. Ich weiß sogar den Namen noch, er hieß Wendell und hatte 2 kleine Kinder, die wir dann später, als die Frau arbeiten ging, meine Mutter und ich öfter betreut haben. Der Tag, 22. Juni 1941, ist wahrscheinlich bei allen Menschen der Welt, die zu damaligen Zeit gelebt, gewirkt haben, in Erinnerung geblieben. Ich bin selbst zu damaligen Zeit 9 Jahre alt gewesen. Geboren bin ich am 23. Februar 1932 in Halle an der Saale. Die Umstände in Deutschland nach Machtergreifung durch Hitler waren so, dass viele Menschen nicht mehr in der Heimat bleiben konnten. Das betraf Leute der jüdischen Nationalität, das betraf Menschen, die politisch nicht mehr für Nazis geduldet werden konnten. Zu dieser Kategorie gehörten auch meine Eltern, die sehr aktiv im kommunistischen Jugendverband waren. Und so landete ich in einem Kinderheim, dem sogenannten Internationalen Kinderheim der damaligen MOPRE. Das war eine internationale Organisation zur Hilfe für ihre Rechte kämpfende Parteien. So kam ich nach Iwanow in diesen Heim. Und nach einem Jahr trat ein, was keiner erwartet hat. Am 21. und 22. war ein schöner sonniger Urlaubstag. Und wenn ich zurück an den 22. denke, dann ist es ja folgendes interessant. Wir waren ja lustige Kinder, haben überall gestöbert, gespielt. Und an diesem Tag war ich mit einem griechischen Jungen, Risos Nikos, auf dem Weg zur Schule, um etwas dort abzuholen, obwohl schon Ferien waren. Auf dem Rückweg von der Schule zum Heim, das sind etwa so 500 Meter gewesen, haben wir schon gesehen, viele Menschen, die zum Stadion, was unmittelbar in unserem Heim lag, gegangen sind. Wir haben uns auch beeilt. Im Stadion war ein Fußballspiel und allmählich kamen immer Leute und wir fragen, was ist das? Molotow soll sprechen am Radio. Und kurz darauf wurde die Rede von Molotow übertragen, Krieg. Ja, was ist Krieg? Das wussten wir nicht. Und als es dann weiter noch hieß, Deutschland hat die Sowjetunion überfallen und wir waren zum Teil deutsche Kinder in diesem Heim. Ja, das hat uns dann so weit inspiriert, dass wir da auf unserem einem Weg, hieß Deriverneye Doroge, war mit Holz Steinchen gepflastert. Da marschierten wir hin und her. Ja, und dumm wie wir waren, haben wir dann im Chore gesprochen,
Внимание, внимание, на нас идет Германия. Нам ни почем, деремся кирпичом. Achtung, Achtung, Deutschland steht gegen uns. Uns macht's nichts aus, wir wehren uns mit Ziegelsteinen. Wenn wir damals als Kinder gewusst hätten, was für eine Tragik in diesem Deremse Kirpichom, wir wehren uns mit Ziegelsteinen, drin steckte, hätten wir das mit Sicherheit nicht gesungen. Ja, dann war das so, dass also ab und an die Älteren von uns, die da im Stadion das Fußballspiel sich angeguckt haben, so alle Stunde oder zwei runterkamen, ins Haus gingen und wir fragten, wohin geht ihr denn jetzt? Nachrichten hören. Nachrichten. Also wir mit in ein Vorraum des Hauses, wo dann so diese schwarzen Radioteller hingen. Ja, dann haben wir uns die Nachrichten angehört. Ich muss sagen, ich hab nicht verstanden, worum es geht. Das war dann nachher noch ein Gespräch erst, wo es dann die Erzieherinnen übrigens weinten. Soviel ich mich erinnere, alle Erzieherinnen weinten, weil Krieg ist und wir wussten nicht, was Krieg ist. Das war dann abends ein Gespräch, wo das in etwa erklärt wurde. Fernseher gab es ja damals nicht, wir hatten nur das Radio, wir könnten nur vom Hören alles aufnehmen. Aber das war schon schlimm genug, dass die Deutschen so schnell rein ins sowjetische Territorium weiterkamen, fast ohne aufgehalten zu werden. Nur mal hier und da noch Kämpfe, die die Deutschen aufhalten sollten. Ja, das war so der erste Tag. An den 22. Juni 1941 erinnere ich mich sehr gut. Ich war damals 12 Jahre alt. Es war ein Sonntag, voller Sonnenschein. Doch dieser Tag brachte der Welt einen ungeheuren Schrecken und mir zugleich eine wichtige Erkenntnis. Ich saß in unserer kleinen Mansardenwohnung noch im Nachthemd auf dem Bett, als meine Mutter ins Zimmer stürzte. Panik stand in ihren Augen und sie sagte nur zwei kurze Sätze. Der Krieg geht weiter. Deutsche Truppen sind in Russland einmarschiert. Die Nachricht kam von einer Nachbarin. Wir hatten kein Radio. So wie ich war, barfuß, lief ich zu meiner Großmutter, die auf der anderen Straßenseite wohnte. Noch heute fühle ich die Pflastersteine unter meinen Fußsohlen und in der Brust das Entsetzen, mit dem ich die Botschaft überbrachte. In diesen wenigen Minuten hatten sich in mir beängstigende Erinnerungen aus früheren Jahren aneinandergereiht. Von der Beschaffenheit der Welt als Ganzes hatte ich kaum Ahnung. Doch ich hatte von den Konzentrationslagern in Deutschland gehört, in denen auch Nachbarn verschwunden waren. Ich wusste von den Grauen des Überfalls auf Polen und Frankreich, von den Bombardierungen Englands und von anderen Untaten der Nazis, von denen zu sprechen lebensgefährlich war. Bei mir gipfelte das in der Frage nach der Zukunft. Was würde jetzt mit der Welt geschehen? Meine Großmutter nahm mich in den Arm und ging mit mir zu ihrem großen Esstisch. Stell dir vor, deine Hand ist Deutschland. Ein recht kleines Land mit arbeitsamen Menschen, viel Industrie, doch hochgerüstet und es führt Krieg. Hitler hat den Plan, die Grenzen Deutschlands durch Krieg nach Osten auszuweiten und sich auch die vielen Völker, die dort leben, zu unterwerfen. Nimm an, unser großer Tisch ist dieser Osten, ist Russland. Es ist das größte Land der Welt, fruchtbar und reich an Bodenschätzen. Und ganz plötzlich, aus heiterem Himmel, werden diese Völker heute von deutschen Truppen überrannt. Die Menschen dort haben ganz andere Pläne. Sie bedrohen uns nicht, aber sie wollen ihr Land für sich selbst erschließen. Sie werden Widerstand leisten, sie werden sich nicht unterdrücken lassen. Meine Großmutter hatte klare Vorstellungen von dem, was zu erwarten war. Das wird kein Blitzkrieg, sagte sie, sondern ein sehr langwieriger Krieg, der auf beiden Seiten unsägliche Opfer kosten wird.
Er wird mit Zerstörung, Leid und Tod schließlich auf Deutschland selbst zurückkehren. Sie ahnte, was die überfallenen Völker und auch wir Deutschen in den 4 folgenden weiteren langen Kriegsjahren denn tatsächlich erlebten. Die Gewissheit aber, dass die Russen keine Bedrohung sind und keinen Krieg wollen, dass man mit Russland und allen Völkern in Frieden leben kann und muss, hat in mir selbstständiges Weiterdenken ausgelöst und mein Leben entscheidend beeinflusst. Und wenn uns heute nach 75 Jahren erneut eine wachsende Russophobie entgegentritt, so sei gerade an diesem Tag mit lauter Stimme öffentlich und eindringlich die Frage gestellt, ob jene, die diese Hysterie schüren, die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs wiederholen wollen. Jetzt geht es aber schon um das Schicksal unserer ganzen Erde. Sie ist akut in Gefahr und wir haben nur diese eine. Und wer meint, die Russen wollen Krieg, der möge, wie es in Jewtuschenkos Antikriegslied heißt, den Soldaten fragen, der dort liegt, wo er sterbend unter den Birken lag. Die Frauen befragen, die ihre Männer nicht einmal beerdigen konnten, und die Kinder, die ohne Vater aufwachsen mussten. Ich bin im Oktober 1940 einberufen worden zur Armee des imperialistischen Deutschlands. Zu der Zeit, als ich einberufen wurde, war mein Vater längst im Gefängnis, KZ. Meine Mutter war illegale Antifaschistin und war dann später auch im KZ in Ravensbrück, im größten Frauengefängnis. Diese Umstände haben mich natürlich sehr berührt und haben mir den Kopf zerbrochen, wie ich also in dieser Situation damit fertig werde. Am 21. Juni 1941, ein herrlicher Sommertag, wurde früh um 9 Uhr der Befehl gegeben, dass alle diejenigen, die dort in der Nähe waren, sich auf einer freien Plane versammeln sollten und im Kreis setzen. Wo war diese Plane? Etwa 16 bis 20 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Der Grenzfluss zwischen Polen und der Sowjetunion war damals der Fluss Bug. Und dort war meine letzte Stationierung mit der Einheit, in der ich also, zu der ich einberufen wurde. Und als die Weisung kam, dass wir uns alle versammeln sollten, wusste niemand warum, es hat uns auch niemand Auskunft gegeben. Wir haben dort gewartet und gesessen und plötzlich kam ein General. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen General gesehen habe. Und zwar war das der Divisionskommandeur der 134. Infanteriedivision und der hieß von Kochenhausen. Und dann plötzlich stellte er die Frage, was wir, die wir dort versammelt waren, meinen, ob es Krieg gegen die Sowjetunion geben wird oder nicht. Alle waren, hatte ich den Eindruck, etwas schockiert, aber das hat sich dann beruhigt. Und er hat geantwortet, es wird Krieg geben. Und er hat dann erklärt, warum. Er hat erklärt, das bolschewistisch-jüdische Regime der Sowjetunion ist eine Gefahr für das kulturvolle christliche Europa und muss deswegen beseitigt werden. Zweitens sagt er, in dieser Sowjetunion gibt es Riesenreserven an landwirtschaftlicher Nutzfläche, die uns fehlen und die wir brauchen. Außerdem gibt es Riesenmöglichkeiten, dort zu investieren und das deutsche Kapital
kann daraus Ressourcen erschließen. Und so hat er das erklärt, die Gründe, warum also es Krieg geben muss. Und dann hat er dargelegt, die Überlegenheit der faschistischen Armee. Sie haben eine personelle und materielle Überlegenheit der faschistischen Armee gegenüber der sowjetischen Streitkräfte. Und deswegen ist der Sieg absolut sicher. Und hat dann seine Ausführungen damit beendet. Zu Weihnachten ist alles vorbei. Da war inzwischen die Parade auf dem Roten Platz. Und Weihnachten werden alle wieder zu Hause sein. Und mir ging bei dieser Situation und in dieser Lage vieles durch den Kopf. Deswegen habe ich die Bemerkung gemacht über meinen Vater, über meine Mutter, wie soll ich mich verhalten? Und nachdem dieses Gespräch mit diesem General von Kochenhausen beendet war, verabschiedete er sich. Und etwa am Nachmittag des 21. kam der Befehl zur Fertigmachung zur höchsten Gefechtsbereitschaft. Das hieß Waffenempfang, Munitionempfang und alles, was man braucht für einen Krieg, den man beginnen will. Und es wurden verschiedene Verbote ausgesprochen. Man durfte nicht mehr rauchen, kein Feuer machen, damit der Gegner nichts merkt. Und spät am Abend kam dann der Befehl, uns in Marsch zu setzen. Und wir wurden, meine Kompanie oder die Kompanie, in der ich war, wurde in Marsch gesetzt. Und etwa, ich weiß nicht mehr ganz genau, einige hundert Meter vor dem Bug waren überall Gräben ausgehoben, in denen wir uns verschanzen mussten und warten mussten auf den Befehl, nun anzugreifen. Der Befehl kam für mich damals wahrnehmbar mitten in der Nacht und wir stürmten an den Bug. An dem Bug waren vorbereitet, den Flussbug, Boote, Flöße, also Transportmittel übers Wasser. Und dort wurden wir verladen und auf die andere Seite gebracht. Parallel dazu setzte ein fürchterliches Feuer ein durch die faschistische Artillerie, die faschistische Luftstreitkräfte, die also den Streifen jenseits des Bugs, also sowjetischer Seite, bombardierten und vorbereiteten für den Angriff der faschistischen deutschen Truppen. Und als wir den Befehl bekamen, auf die Boote zu steigen, die Flöße zu steigen, wurden wir also rübergebracht. Und was mich damals verwundert hat, es gab kaum Widerstand. Nachdem wir die andere Seite des Ufers erreicht hatten, war sozusagen nach einigen Kilometern ein gewisser Stillstand befohlen worden. Und zu meiner Verwunderung wurden dort die ersten Medaillen und Auszeichnungen an faschistische Offiziere, Unteroffiziere und auch Soldaten verteilt für ihr tapferes Verhalten beim Übergang also auf sowjetischen Boden. Und nachdem das vorbei war, kam der Befehl, weiter zu marschieren. Und wir zogen etwa bis zum 13., 14. Juli bis an die Beresina, ist auch ein Fluss. Und in der Nähe der Beresina gibt es eine Stadt, die heißt Bobrusk. Und in dieser Stadt Bobrusk hatten die Vortrupps der faschistischen Armee bereits einen kleinen Brückenkopf gebildet. Und dieser Brückenkopf sollte von den, zu denen ich gehörte, anrückenden deutschen faschistischen Truppen verstärkt werden. Und da wurden Gruppen ausgesucht, die für diese Verstärkung über die Beresina bereitstehen mussten.
Und dazu wurde ich ausgewählt, auch mit ausgewählt. Und beim Übergang auf die andere Seite der Peresina, also jenseits des Ufers, setzte ein heftiges Gefecht ein. Das heißt, es gab also dort auch sowjetische Truppen, die sich also verteidigt haben. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt, um mich aus der faschistischen Armee zu verabschieden. Ich muss sagen, das war für mich eine psychisch und physisch sehr schwere Entscheidung, weil ich nicht wusste und nicht ahnen konnte, welche Konsequenzen das für meine Familie, für meinen Vater, für meine Mutter hat. Als der Krieg begann im Jahre 1939, war ich ja erst 12 Jahre alt. Und da wird man sich fragen, na, was wird der Junge eigentlich noch wissen? Aber ich kann mich noch recht gut erinnern. Es war eine höchst ungesunde Zeit. Es begann eigentlich schon 1938. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren, in einer funktionierenden Demokratie, was den Vorteil hatte, dass ich also demokratisch erzogen wurde. In der Schule hatte ich einen ausgezeichneten Englischlehrer. Ich war also England orientiert, wollte eigentlich in England studieren, wollte Journalistik studieren, wollte auch nach London gehen und so weiter und so fort. Und da kam es sehr überraschend, dass plötzlich dieser Hitler sich unwahrscheinlich auszubreiten begann. Es ging los 1938, ich erinnere mich, es war eine höchst unruhige Zeit, es war schon eine Mobilmachung in der Tschechoslowakei. Plötzlich standen Soldaten vor den Fenstern und 1939, wie gesagt, ging dann der Krieg los. Ja, es war furchtbar. Und wir beziehen uns jetzt speziell auf diesen einen Tag. Da war ich bereits 14 und ich hatte das festgehalten in meiner Romantrilogie Der Irrtum, diesen speziellen Sonntag. Es war der 22. Juni, als Hitler diesen Irrwitz begann, in der Sowjetunion einzumarschieren. Also einen Zwei-Fronten-Krieg auszulösen. Vielleicht kann ich kurz hier Bezug nehmen zu einer Unterhaltung zwischen einem Deutschen und einem Tschechen. Jetzt saus wieder los, die Zylinderkopfdichtung nimmt dir sonst die Pause übel. Ja, weil du gerade das mit dem Schuhabsatz eingedrehte Loch erwähnt hast, der Führer. Ist das der, den du vorhin erst Ravussel und Zornpinkel genannt hast? Genau der. Der hat sich mit seiner Entscheidung und seinem auf Hochglanz polierten, aber bereits blutverschmierten Absatz heute selbst das Loch gedreht, über das er alsbald stolpern wird. Russland ist groß. Hast du dir die Fläche im Gegensatz zu Deutschland auf der Landkarte angeschaut? Dieses Riesengebiet lässt sich nicht in 5 Monaten erobern und besetzen. Erst werden die Lanzer in ihren dünnen Uniformen frieren wie geschorene Pudel am Nordpol. Und im Frühjahr werden sie mit ihrem Kriegsmaterial im Schlamm versinken. Um das zu erkennen, braucht ein Mensch mit Hirn keine prophetischen Gaben. Spitzer stieg in sein Feuerwehrauto, wendete und rief aus dem offenen Fenster: Ich hab dir nicht den Geburtstag versaut. Der Ravussel war's, der Zornpinkel, der Elendige. Ja, es war ein wunderschöner Tag, dieser Sonntag, und begann derart blutig, verbrecherisch. Und das Tragische an der ganzen Sache ist, dass wir nach vielen, vielen, vielen Jahren eigentlich hier eine Blaupause erleben. Eine Blaupause der Einkreisung Russlands, eine Blaupause dieser irrwitzigen Wiederbewaffnung im Sinne einer Welteroberung Nummer 2, nur unter einem anderen Vorsatz und unter einer anderen Überschrift. Aber imperial waren eigentlich alle beide, die sogenannten Nationalsozialisten und jetzt
dieses weltumfassende Kapital, was uns wieder Ärger macht. Ich war entsetzt, als ich von diesem Manöver hörte, gerade jetzt im Juni, dieses Anaconda, die Schlange, die wirkt, eine wirklich treffliche Bezeichnung, Russland abzuwürgen. Furchtbar. Ich habe mir erlaubt, ein Gedicht zu machen. Anaconda ist ja ein Wort mit vielen Vokalen und Tenöre lieben ja Vokale. Lässt sich so wunderbar singen. Anaconda! Ich habe einen Vers gebaut. Offenbar lieben, man staune und höre vokalreiche Laute, nicht nur Tenöre. So sehr Anaconda gesanglich entzückt. Ich kannte einen, der ist dann erstickt. Fleisch und Stein, nur langsam trocknet Blut, die Welt erstickt fast jedes Mal. Ein Regen fällt, spült alles mit sich fort, doch etwas in uns bleibt verdorrt. Das Letzte, was uns niederschlug, war scheinbar noch nicht Grund genug für uns, das Leben zu verstehen und die Vergangenheit. Sind nicht Gewalt und der jahrhundertalte Streit, doch weiß genug für unsere Zerbrechlichkeit. Regen, Regen fällt und fällt, wie Tränen auf die Welt, wie Tränen auf die Welt. Regen will erklären, wie blind und zerbrechlich wir sind. How fragile we are.